Meine Damen und Herren, auch ich bin Geisteswissenschaftler, das betone ich, weil gestern mal anklang, wir reden hier natürlich über das Digitale in den Geistes- und Sozialwissenschaften, was in den Naturwissenschaften passiert, kommt hier praktisch nicht vor und Sie wissen, dass dort sehr viel passiert. Und ich habe zum Beispiel allen Grund, dankbar dafür zu sein, dass zum Beispiel die Medizinforschung effizient, innovativ und problemlösungsorientiert ist. Also das relativiert vielleicht das eine oder andere. Ich will mich an zwei Lesefrüchten orientieren, denn trotz allem gelesen muss sein und werden zum Schluss, sonst nützt alles nichts. Das erste ist das Buch des Oxforder und Jerusalemer Religionswissenschaftlers Guy Strumsa, Das Ende des Opferkults, die religiösen Mutationen der Spätantike. Er schildert natürlich die römische Zerstörung von Jerusalem und des jüdischen Tempels und gleichzeitig passiert die Durchsetzung, nicht die Erfindung, die Durchsetzung des Buchs in der Form des Kodex. Und die beiden Dinge zusammen haben das Judentum grundsätzlich verändert, eben von einer Opferreligion in eine Buchreligion verwandelt, das rabbinische Judentum, wie wir es kennen oder wie ich fürchte nicht kennen, ist damals entstanden. Übrigens, die beiden anderen monotheistischen Religionen sind davon sehr stark beeinflusst worden. Und Sie wissen aus der Reformationsgeschichte, wie elementar der Einfluss von neuen Medien auf Religionsgeschichte ist. Ohne den Buchdruck wäre der Textbegriff der Humanisten nicht denkbar und das Sola Scriptura der Reformatoren wäre ohne die Humanisten nicht denkbar und die Durchsetzung der Reformation ohne den Buchdruck wäre auch nicht denkbar. Ich könnte jetzt noch viele Beispiele, wenn ich Zeit hätte, einen Vortrag zu halten, würde ich die auch anbringen. Die Nutzanwendung seit der Spätantike scheinen Medienänderungen, ich mag auch nicht den Begriff der Revolution, Technologieschübe auf dem Mediengebiet sind A, mit dem Zerstörungstrauma verbunden. Irgendein Tempel wird dann immer zerstört. Sie sind zweitens sehr stark religiös unterlegt, sei es was die Ängste, sei es was die Hoffnung anbelangt. Aber noch wichtiger ist, dass Guy Strumsa von mindestens zwei Gründen für die Änderung der jüdischen Religion spricht. Und das heißt, alle monokausalen, und das ist uns hier in jeder Form präsentiert worden, alle monokausalen Technologiedeterminismen führen auf jeden Fall in die Irre. Es ist gestern gefragt worden, wie verändert sich der Wissensbegriff? Natürlich wird er sich verändern, aber er wird sich nicht nur wegen IT und digital verändern, so wie die Reformation nicht nur wegen des Buchdrucks entstanden ist, sondern kamen viele politische, natürlich religiöse, theologische, soziale Gründe hinzu. Und das ist mir ganz wichtig, auch die Erwartung, auch das wurde gestern angesprochen, das 21. Jahrhundert wird durch IT verändert. Natürlich wird es verändert, aber es wird ganz bestimmt nicht nur durch IT verändert. Und die Schwierigkeit mit diesen Veränderungen intellektuell, wissenschaftlich oder auch praktisch umzugehen, liegt eben darin, dass sie sich nicht auf lineare Geschichten und nicht auf monokausale Geschichten zurückführen lassen. Und dafür sind in den Vorträgen unendlich, aber sehr anschauliche, sehr gute Beispiele gebracht. Guy Strumsa hat natürlich auch dargestellt, dass sich mit der Zerstörung des Judentums und dem Kodex Dramatisches verändert hat, aber das Judentum ist nicht verschwunden. Es geht um eine Mutation, also von Zerstörung kann gar keine Rede sein. Und auch da noch einmal die linearen Untergangs- oder Euphorie, die Utopie-Visionen werden uns in der Erkenntnis dessen, was geschieht, im Fühlen vielleicht, aber in der Erkenntnis dessen, was geschieht, nicht weiterhelfen. Zweite Lesefrucht,
die Süddeutsche Zeitung, also ich überspringe jetzt ein paar Jahre, da wurde im Februar über die Verabschiedung des Generaldirektors der Stabi berichtet, und zwar durchaus euphorisch unter dem Titel, den finde ich jetzt nicht, doch, das Buch ist sicher. Das Buch ist sicher, es wurde das in der SZ geschildert, was auch hier mehrfach jetzt geschildert worden ist, dass einerseits die Stabi, wie andere fortschrittliche Bibliotheken auch, eine Hochburg der Digitalisierung in all ihren Aspekten ist, brauche ich jetzt nicht auszuführen, Sie wissen, was ich meine, und dass gleichzeitig die Lesesäle voller Leserinnen und Leser sind, die in der Ägide Rolf Kriebels, also die Benutzer, also die Lesesaal-Benutzerzahl von 500.000 auf 1,2 Millionen gestiegen sind. Wer will da davon sprechen, dass irgendwie die Zukunft des Buchs vorbei ist? Ich zitiere, die Bibliothek ist als Ort nicht tot, sie ist nicht einmal altmodisch. Und wir haben nun viel über die nicht altmodische Bibliothek. Ich würde sagen, in mancher Hinsicht sind die Bibliothekare, die Archivare, auch die Avantgarde all dessen, was man praktisch mit diesen neuen Medien machen kann. Viele Professoren meiner Generation, ich bin ja nun schon lange im Ruhestand, die haben schreckliche Verlustängste. Also reden Sie länger mit einem Bibliothekar oder mit einer Archivarin und von diesen Verlustängsten, wenn sie schon nicht hier sein konnten, wird sehr vieles sehr schnell verschwinden. Wir haben nicht religiös unterlegte Visionen, sondern wir haben ganz praktische Visionen. Sie haben auch davon gesprochen. Herr Bredekamp hat vom Humboldt-Forum gesprochen. Da wird eine eigentlich alte Vision neu gemacht. Wir haben von der Konstanzer Bibliothek, die liegt mir ziemlich nah und am Herzen. Ich habe heute beschlossen, ich lasse mir dort mal zeigen, was man da alles machen kann, obwohl ich das immer glaubte zu wissen. Es gibt aber von den konkreten Räumen, also wie Lesesälen, das sind ja ganz konkrete Räume, auch metaphorische Räume, die deswegen nicht weniger wirklich sind. Im Vortrag über den Blog war vom bewohnten Raum, das ist natürlich hochmetaphorisch gemeint, aber man hat auch verstanden, was damit gemeint ist. Das Netzwerk ist eine Raummetapher, ist aber natürlich auch eine konkrete Angelegenheit. Also wir bewegen uns auch da zwischen haptischen, also realen Räumen, metaphorischen Räumen, aber bewegen uns auf jeden Fall in strukturierten Räumen, die hochgradig dynamisch sind und das Architekturmuseum in der TU München übrigens nicht zu vergessen. Die Folgerung hat auch Herr Bredekamp gezogen, das Digitale ist unser Naturzustand. Und ich glaube, ob jetzt Verlust oder nicht Verlust, damit sollte man anfangen. Das ist einfach der Stand, der für uns zumindest, die wir privilegiert sind, haben Sie recht, man muss natürlich Zugang dazu haben, sonst ist das Digitale nicht Naturzustand, aber Deutschland ist sowieso in jeder Hinsicht privilegiert, gehen wir mit dieser Privilegierung eben möglichst produktiv um. Das Digitale aber immer, so habe ich jetzt heute auch wieder mich bestärkt gefühlt in meiner Auffassung, in der Kombination mit dem Analogen. Und was hier vorgeführt wurde, kam immer irgendwie direkt oder am Rande zu dieser Kombination, zu dieser gegenseitigen Steigerung, Komplementarität. Manchmal war davon die Rede, dass das Hybride auszuhalten sei. Ich muss es nicht aushalten. Ich finde das eigentlich als die spannende Geschichte, dass es eben sich wechselseitig steigert. Man könnte noch viel anführen, die Urbanitätsforschung, die davon spricht, einerseits alles global vernetzt, auf der anderen Seite die Kommunikation in Fleisch und Blut ist wichtig, deswegen eben die Innovationsmilieus in den neuen urbanen Zentren. Und ich selber zum Beispiel als
Beiratsmitglied in Arte, kann es Ihnen von Fernsehen berichten. Wir rühmen uns, der Sender zu sein, der alle Medien bis hin zum Printmedium am intelligentesten nutzt. Und ich hoffe, Sie gucken jetzt nie mehr was anderes als Arte nach diesem. Man könnte, um jetzt nicht selber in Euphorie abzuheben, natürlich sagen, dieser Bericht aus der Stabi ist typisch für eine historische Zwischenlage. Das Alte ist noch nicht ganz erledigt, das Neue fängt so an, sich durchzusetzen und deswegen gibt es Mischformen, aber es dauert nicht lange, dann ist das Alte hinter uns und das Neue hat dann, wie immer es aussehen wird, auch die dann endgültig die Herrschaft übernommen. Ich darf Sie aus Ihrer Kenntnis der Querelle des Anciens, des Modernen, daran erinnern, dass das Moderne immer eine Mischform aus Altem und Neuem war. Die Querelle könnte nämlich nur stattfinden, weil das Antike und das Moderne sich zusammengetan haben, um miteinander zu streiten. Es war immer eine Auseinandersetzung und es ist nur dann spannend, wenn es als eine solche mehrpolige Auseinandersetzung geführt wird und nicht als die Idee, man muss an einer linearen Geschichte des Neuen ankommen. Das ist natürlich schwieriger. Das erfordert es, was gestern unter Urteilskraft, unter Unterscheidungsvermögen, unter Verstehen eingefordert wird und ist dann letztendlich doch eine sehr politische, auch sehr individuelle Entscheidung, wie man mit den Dingen umgeht. Das gilt einerseits für die gesellschaftlichen, politischen Fragen, die gestern im Abendvortrag, Gott sei Dank, herausgestellt worden sind. Es gilt aber auch das Unterscheiden auf der praktischen Ebene. Mir zum Beispiel wäre lieber gewesen gestern, die Blogs wären nicht ganz so pauschal behandelt worden. Die sind mit großer Geste abserviert worden. Also das nützt nichts. Erstens gibt es sie und es wird sie weitergeben. Zweitens verstehe ich sehr gut, dass jüngere Kolleginnen und Kollegen bestimmte Ritualisierungen unseres Betriebs einfach nicht mehr möchten, dass zum Beispiel die Wartezeiten von Publikationen unterirdisch sind und wenn das auf diesem Wege anders wird, dann würde ich mich sogar noch fürs Bloggen begeistern. Ich bin auch sicher, dass ich kann nicht jetzt beurteilen, wie, die Blogs herausstellen, die dann nachher ernst genommen werden und die auch bestimmt in die Bibliotheksbestände Eingang finden werden. Kurz, brauche ich es nicht weiter auszuführen, auch da Urteilskraft in der Unterscheidung dessen, was sein wird. Und das Einzige, was wirklich Zukunft hat, ist die Anwendung dieser Urteilskraft. Und damit kann ich eigentlich den inhaltlichen Teil, also ich könnte noch, weil Herr Gröbner das angeführt hat, die Kostenwahrheit im Digitalen gehört natürlich auch zu den Dingen, die wir mit unserer Urteilskraft behandeln müssen und könnte jetzt noch lange Listen anführen. Mir persönlich gehört zur Urteilskraft auch ein Urvertrauen in bestimmtes Expertentum. Und wenn ich das Urvertrauen in das Expertentum der hier anwesenden Archivare und Bibliothekarin nicht hätte, würde ich sofort das Reden und in wissenschaftlichen Kontexten und das Schreiben einstellen müssen. Ja, ich wiederhole einen Satz, den Herr Mittelstraß in seiner Einführung gesprochen hat. Es ist den Veranstaltern der Gerda Henkel Stiftung und dem Wissenschaftsforum Konstanz gelungen, großartige Referenten für unser Thema zu gewinnen. Ich glaube, nachdem wir sie gehört und mit Ihnen diskutiert haben, wir Veranstalter können aus vollem Herzen sagen, das ist uns nun wirklich gelungen. Und dafür unseren ganz herzlichen Dank an alle Referentinnen und Referenten. Und da ist dann auch ein Beifall durchaus angebracht. Mein Konstanzer Dank gilt der Kooperationspartnerin, der Gerda Henkel Stiftung, wobei ich sehr hoffe, dass es
nicht die letzte Kooperation war, Frau Kühnen, Herr Chartotis, es war einfach prima. Ihrem Team auch ganz herzlichen Dank, was das Konzept anbelangt, das gemeinsam erstellte, da war auch gelegentlich das Digitale involviert, die Organisation und dann vor allem Ihre wunderbare Gastfreundschaft. Ich bedanke mich bei dem Team von Frau Wand, das ist jetzt die Konstanzer Seite, die auch involviert ist. Da bedanke ich mich auch bei Svenja Schneider, die am Anfang involviert war, und da bedanke ich mich auch beim Team. Ja, dann habe ich eine Bitte an die Düsseldorfer. Wenn Sie den Rhein sehen, denken Sie daran, dort, wo der Rhein aus dem Bodensee tritt, sieht er als erstes und die erste Universität. Das prägt. Und die Konstanzer bitte ich, wenn Sie dann wieder zu Hause sind und den Rhein sehen, denken Sie dran, da kommt noch mehr, da kommt noch Wichtigeres, da kommt noch Düsseldorf. Danke.